Gut. Grüezi, liebe Hexenfreunde, und herzlich willkommen. Heute machen wir einen Karamellsenf. Der Karamellsenf, der wird hergestellt mit Zucker, Senf und ein Schuss von der Essenz der Wolle, der Arve. Und dieser Senf ist so geil. Der isst man nicht, der frisst man. Ich mache jetzt einen Senf, so einen Karamellsenf. Natürlich alles auf dem Feuerring. Ich werde jetzt Senfkörner, das sind Senfkörner von Boll, das sind Bio-Senfkörner von der Schweiz. Und ich werde die ein bisschen leicht andrücken. Das auf dem Feuerring Senf zu machen, ist etwas, dass wir natürlich die Senfkörner noch rösten und durch das natürlich ein wunderbares Aroma kriegen. Und natürlich könnte man das alles maschinell machen, man könnte das durch eine Mühle lassen und dann Essig und Öl und schönen Weißwein dazu, Wein und so weiter. Ich bevorzuge die Senfe einfach zu machen. Ich habe auch sehr viele Senfe zu Hause, weil wir servieren die zu Käse. Wir haben auch einen Holzkohlensenf, wir haben Feigensenfe, wir haben Karottensenfe, wir haben Nusssenfe. Aber diesen auf dem Feuerring, der ist ganz speziell. Jetzt gebe ich da ein bisschen Zucker dazu. Und karamellisiere das ganz wenig. Aufpassen, dass der Karamell nicht zu dunkel wird. Dann ist der Feuerring zu heiß. Dann gehe ich ein bisschen aus der Hitze. Da ist natürlich heißer als hier, dann rutsche ich ein bisschen auf die Seite. Das ist ein Gespür, das man entwickelt zu der Hitze. Jetzt karamellisiere ich den Zucker, vorkaramellisiere ihn. So, und dann gebe ich dann langsam Sahne dazu, natürlich noch ein bisschen Salz und jetzt Sahne. Jetzt gibt es so ein Karamell. Jetzt nehme ich die Wolle und fülle die in die Destille rein. Und das Kuriose ist, ich gebe da kein Wasser dazu. Normalerweise destilliert man ja mit Wasser. Und wenn ich jetzt da Wasser dazu tun würde und dann das würde destillieren, dann würde es ein Pflanzenwasser geben. Und das Pflanzenwasser wäre dann wieder quasi oben schwimmt die Essenz und unten ist dann das Hydrolat. Und durch das, ich habe da irgendwo einmal einen Fehler gemacht bei mir. Ich habe vergessen, das Wasser reinzutun und dabei kam da so etwas Saures raus und das hat mir gar nicht behagen am Anfang. Ich habe das auf die Seite gemacht und gedacht, oh Scheiße, mache ich nochmal, dann später mal. Und dann irgendwann kam das mir wieder in die Hände und ich habe es probiert und sage, wow, das war ja, das ist ja Hammer. Und so habe ich dann das auch Essig getauft. Das heißt,
Das ist ein Holzessig. Ich weiß natürlich nicht, wie er fachlich genau ist. Für mich hat er die Wirkung eines Essigs. Und natürlich hochkonzentriert, da kann man mit Tropfen arbeiten. Und natürlich, das Raucharoma ist natürlich auch drin. Würde ich das länger drin lassen, dann würde es verpechen und dann hätte ich Teer. Würde auch gehen. Ein wunderbares Raucharoma. Jetzt mache ich einfach die Destille zu. Genau so. Dann verbinde ich die Destille mit dem Kühler. So. Zu. Und jetzt gebe ich die Destille auf den Feuerring. Und natürlich noch ein bisschen Eis dazu. Eiswürfel. Okay. Aus der Arve kann man natürlich jetzt, wenn man destilliert, hat man natürlich das Hydrolat, man hat die Essenz, man hat den Essig und man hat auch das Pech, den Teer. Und natürlich aus dem Destillat kann man natürlich dann Parfüms machen zum Ansprühen selber oder dann auch für Raum. Und die sind sehr wertvoll, die Parfüms, weil die natürlich auch den Puls des Menschen runtersetzen. Sehr angenehm, man fühlt sich sehr wohl, wenn man das an sich trägt. Und es gibt doch jetzt Leute, die sagen, wow, das ist super. Man kann sogar damit kochen, ein Steak besprühen. Ist viel verwendbar, auch Salze kann man machen und Zucker kann man machen. Und man kann natürlich auch Cremes mit Essenzen machen. Das ist unendlich, was man da alles damit anstellen kann. Hier habe ich jetzt den Essig, wo ich destilliert habe, aus der Wolle. Und jetzt nehme ich den und gebe den in den Karamellsenf rein. So. Gut, super. Danke, liebe Hexenfreunde, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Schön wäre es, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Natürlich habe ich einen Hammer-Shop mit tollen, tollen Produkten. Den Link zum Shop findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch herzlich und tschüss. Hallo, Levi. Grüezi.